Schall und Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Hey, wieder ohne Kaffee, gell? Ja. Zum Wohl. Jetzt müssen wir dann langsam aufpassen, dass das nicht ein neuer Stammtisch wird. Weißt du, so, mit Kaffee ja. Ist irgendwie noch. Wie heisst es doch? Irgendwie dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Ja. Jesus, ist das ein Zungenbrecher am Montagmorgen? Neblige Gedanken. Ja, es war ja auch so, gewesen, dass ich es einsprechen musste, weil du es einfach rein sprachlich nicht auf die Reihe gebracht hast. Nein, das war einfach, weil wir wollten aufhören, so Ostschweizer Dialekte zu diskriminieren. Und dann haben wir gesagt, du bist jetzt unser Quoten-Ostschweizer. Quoten-Ossi. Und du musst irgendwie einen Jingle auch dürfen besprechen. Ja. Ja, also ich habe es nicht ganz so in Erinnerung, Stefan. Wir lernen es jetzt. Wir lernen es jetzt, ja. Oh je. Du, solange wir nicht am Montagmorgen bei einem Bier anstoßen, würde ich sagen, ist der Unterschied zum Stammtisch. Wir können sagen, warten mal ab, zu was uns Corona noch wird bringen. Hey, Jesus. Hast du mitbekommen? Also Alkoholismus hat brutal zugenommen. Ist es so? Ja. Gerade heute Morgen habe ich es in 20 Minuten glaub, und auf Watson gesehen. Echt jetzt? Ja gut, also ich will nicht zu viel Preis geben. Oh, doch, warte, komm, kleiner Fact-Check. Aber, letzten Tag ohne Alkohol. Ich weiß einfach nicht. Hey, letzte. Gestern nicht? Gestern? Nein. Okay. Zwei Bier. Krass. Ja, was tust du jetzt so? Okay. Ja, du? Gestern. Ah ja, gut. Okay, und vorher? Warte jetzt. Vorher, Samstag hatte ich ein Glas Wein, gehabt, Freitag sind wir gegessen, Donnerstag. Ehrlich jetzt? Ah ja, siehst du. Nein, kann ich nicht bieten. Dafür? Letzte Woche bin ich jeden Abend eingebrochen. Ja, aber dafür ist bei mir nachher der... Weißt du, ich bin eben nicht so der Typ wie du. Du kannst ja so eine Stange trinken und bist nachher ziemlich glücklich. Nein, das stimmt nicht. Und das ist ja dann so etwas, wo ich so denke, hey, was soll der Scheiß? Nein, es geht mir auch so. Nein, das stimmt jetzt gar nicht. Wirklich? Es ist für mich einfacher, zu Abend einfach einen Schwarztee und irgendetwas Süßes und zu sagen, gut, das ist jetzt mein Ersatz. Wenn ich einmal ein Bier getrunken habe, dann muss schon ein, zwei noch nachkommen, oder? Das ist, ja, eben, das ist eigentlich der Scheiß. Ja. Du, aber sonst gutes Wochenende gehabt, jetzt abgesehen von deinem Alkoholproblem. Ja, voll. Sehr. Also ich bin am Freitagabend mit dem Andi los, gehe zu Nacht essen, sind wir in einem Steakhouse. Biu. Und wunderbar gewesen. Was hast du gegessen im Steakhouse? Ich habe einfach das grösste Stück Fleisch genommen, was es gab. Ja, sorry, aber es ist so. Ich habe gesagt, ich habe auf das halbe Kilo Dry-Aged Beef gezeigt und gesagt, ob sie das auch grösser haben. Und dann hat er gesagt, nein, leider sei es vorab gepackt. Was vorab gepackt? Was ist das für ein Steakhouse? Ja, eben, ja. Nein, ich erwarte ja, dass man das Tierchen noch streicheln kann und auslesen kann. Außer man will Dry-Aged, dann geht das natürlich du machst es schlimmer. Ja, nein, das war natürlich 6 Wochen abgehangen und das haben sie dann schon portioniert. Aber weißt, das wäre doch eigentlich die Marktlücke. Also so wie du irgendwie kannst in diesen italienischen Restaurants deinen eigenen Hummer oder deine Langusten oder deinen Fisch auswählen, kannst du sagen, ich nehme das dort. Du, jetzt machst du es jetzt schon wieder gerade ein bisschen kaputt. Weil ich finde jetzt, dort hört es... Also ich bin schon der Meinung, dass man nicht zu sentimental sein sollte als Fleischesser, sonst würde man sich gescheiter zum Vegetarismus bekennen. Oder? Also weißt, wenn du dann sagst, ich will nicht keinen Knochen daran haben, wie mich das erinnert daran, dass es einmal ein Tier war, ja, dann ist es nicht. Oder? Aber ein Kälbli streicheln, bevor es zum... Nein, das ging jetzt also schon nicht. Nein, natürlich geht das nicht, aber das zeigt eigentlich, wie crazy das ist, was wir machen. Aber du weißt ja, ich bin auch so einer. Ich wollte sagen, du hast mir am Donnerstagabend oder was? Bist du, was genau, das heisst, in dem Fall habe ich am Freitag nicht getrunken, aber am Donnerstag schon. Ah. Genau. Am Donnerstag oben waren wir nämlich auch im Steakhouse gewesen, also Franzi und ich. Hey, und ich habe ja dort immer ein riesen Problem. Es gibt Tartar. Dann gibt es Dinosaur Ribs. Kennst du Dinosaur Ribs? Die werden 48 Stunden geschmort. Also, das ist nachher wirklich so etwas, weißt du, dort hast du solche Knochen und das Fleisch kommt so. Also Beef Ribs, nicht Nein, Beef Pot. Ribs. Beef Ribs. Und dann gibt es aber auch immer noch den. Es klingt jetzt so unspektakulär, aber der Beef Burger ist eben auch etwas ganz Krasses. Weißt du, der ist innen noch blutig. Ja.
Es ist so wie eine Mischung zwischen Tartar und... Oh, mir läuft gerade das Wasser. Ich habe auch Tartar auf so Vorspeise gehabt, Rindstartar. Und dann habe ich Steak genommen. Los, und jetzt, wo alle Vegetarier abgeschaltet haben, ja, genau. Über was wollen wir jetzt noch reden? Genau. Wir haben es wieder mega verbockt. Ja. Warte, ich habe dir doch Sachen geschrieben, die ich möchte drüber reden heute. Was war schon wieder? Weißt du noch? Ja, du hast... über einen Bachelor! Ja. Ich wollte dir etwas vom Bachelor erzählen. Hey, jetzt musst du dir vorstellen, wir haben gestern ganz, ganz hoch angefangen, meine Familie und ich. Wir haben so gesagt, komm, jetzt machen wir mal wie eine normale Familie, wir gehen raus in den Wald. Ich habe es gesehen auf Instagram, ja. Nein, wir sind wirklich raus im Wald. Schön. Also nicht jetzt, dass Franzi oder meine Kinder auch hat Outdoor-Kleider angelegt so, das schon nicht. Ach. Aber wir sind zusammen im Wald. Und dann haben wir dort ein Feuer gemacht. Ich bin nicht ein riesen Genie gewesen, im Feuer machen. Aber der Theo und Emilia haben dann Anzündwürfel organisiert bei einer nahegelegenen Feuer. Hey, es ist alles nass. Schön, es ist alles nass. Wir sind auch auf Feuer. Es ist alles nass. Und ich habe zwei Blätter Zeitung gehabt. Es wäre einfach. Ja, ja. Nein. Was heißt, das ist eben, wenn man nur 20 Minuten liest, hat man zu wenig zum Anführen. Du sag mal. Es war eine Migros-Zeitung. So. Und dann. Haben wir eben Würste grilliert, Schlangenbrot gemacht, haben auf so einem Ast balanciert. Ja. Weißt du, es ist so gewesen, wie gute Eltern machen etwas mit ihren Kindern. Ja. Dann haben wir das wirklich so durchgezogen, sind heimgekommen, gell? Den ganzen Balkon winterfest gemacht, gell? Also wirklich, weißt du, mit den Kindern zusammen. Ja, ja. So draussen gewesen, an der frischen Luft. Hey, so lustig, wir haben genau das Gleiche gemacht. Genau das Gleiche? Ja, und nachher sind wir eben falsch abgebogen. Ah, das ist eben. Nachher sind wir falsch abgebogen. Haben gesagt, komm, frühestens Nacht. Und wir schauen, Deutschland sucht den Superstar. Das wäre zwar jetzt nicht irgendwie wahnsinnig hohe Unterhaltung, aber man kann irgendetwas auf seinem Handy umdrücken. Alle haben Freude, wir essen zusammen vor dem Fernsehen. Und dann, Manu, kommt da einfach keine neue Folge, sondern nur so beste Szenen aus aller Welt. Nee. Und irgendwann haben wir das gemerkt, da kommt jetzt auch nichts mehr anders. Und dann haben wir etwas anderes gesucht. Und dann sagt Emilia so wirklich freudestrahlend, weißt du, wo wir am Schauen sind auf dem Replay: Der Bachelor, kann bitte den Bachelor schauen. Ich habe noch nie den Bachelor gesehen, noch nie. Ich habe nicht gewusst, was uns da erwartet. Ich habe gedacht, das ist so, weißt du, wie irgendwie die Inselsendung, die ich dir mal erzählt habe. Wo wir haben geschaut, weil wir irgendwie müssen Partner finden und so. Ja, oder, ein Star, holt mich hier raus oder was. Oder irgend so etwas, das finde ich alles gut noch irgendwie. Aber shit, der Bachelor. Das... Fuck! Nein, ehrlich jetzt, das ist so crazy. Also, kennst du das Setting? Es sind einfach wahnsinnig viele Frauen, die enorm missgünstig gegenübereinander sind. Ja, ja, sicher Krieg. Und einfach um den einen Bachelor kämpfen, der die ganze Zeit so in die Kamera schaut. Ja, ich habe sie jetzt von einer ganz anderen Seite noch kennengelernt und das hat mich wirklich berührt. Aber eigentlich macht er einfach mitten rum. Nachher zwei brechen irgendwie in sein Zimmer ein und massieren ihn und verbinden ihm die Augen und legen ihm irgendwie so Handschellen an. Das haben wir dann wirklich müssen weiterspulen. Das ist nicht mehr gegangen, oder? Und jetzt, ich weiss, was jetzt kommt. Nicht wegen jetzt, Sex, jetzt kommen sondern Leute, wegen dem Rollenbild. Ja, nein, jetzt kommen die Leute und sagen, ja, lieber Stefan, das ist auch nichts, wo man mit Kindern schaut. Das weiss ich jetzt auch. Das ist auch nicht der Punkt am Ganzen. Sondern der Punkt am Ganzen ist, wie kann sich eine ganze Gesellschaft ernsthaft Sorgen machen um das Rollenbild, das vermittelt wird durch Internetpornografie, aber dann kommt so etwas im Fernsehen. Ja, ja. Ich meine, das ist viel schlimmer. Ja, ja. Jetzt ohne Scheiß, das ist ja total crazy. Die kämpfen dort die ganze Zeit um ein Mann, sind hure fies zueinander. Und machen alles, damit er sie irgendwie beachtet. Mhm. Hey, da habe ich wirklich so gedacht, ja, ja. Shit, wie kriege ich das aus dem Kopf von meiner Tochter wieder raus? Ja gut, das ist, also ich finde, ich habe das noch nie geschaut. Ich schaue immer nur bei Büssi Z in Verarschung von dem Ganzen. Oder so Zusammenschnitt von der dümmsten Szene. Und es ist wirklich... Was macht er so einen Zusammenschnitt? Ja, ja, macht das immer. Immer aktuell, jede Woche tut er auswerten, Bachelorette und Bachelor und so. Und es ist, ich schaue das einmal und ich amüsiere mich köstlich. Aber es ist für mich auch hoch demoralisierend, weil ich einfach staune, dass man überhaupt in der Schweiz Jahr für Jahr wieder 12 oder 15 so dumme Menschen findet. Weißt, es ist irgendwie, das aber das Schlimme ist ja, die sind ja wahrscheinlich nicht blöd. Nein, es geht eben. Schau, ich stelle mir das so vor. Ich glaube, die möchten einfach mega gerne im Fernsehen kommen. Ja, genau. Und nachher haben die so fiese, blöde Scripts. Und das, was ich noch nicht richtig einschätzen kann, ist,
schauen das 9 von 10 Menschen, die das schauen, so, dass sie sagen, oh, komm, wir schauen wieder am Untergang von unserer eigenen Kultur zu. Gell? Ja, ich glaube. Wenn das so ist, dann wäre es noch gut, dann ist es gebrochen. Dann ist es irgendwie so ein bisschen Brot und Spiele, oder? Ja. Aber was, wenn sie jetzt denken, oh wow, der Bachelor hat jetzt aber ein hure tiefes Gespräch mit dieser kleinen Kindererzieherin geführt, die erzählt, dass sie gar nicht bei ihrer Mami ist aufgewachsen, sondern bei der Tante und der Grossmutter. Dann ist es wirklich übel, oder? Also wirklich, wirklich übel. Ja, ich finde es aber im umgekehrten Setting, ich glaube, das triggert natürlich noch mehr, wie so die absolute Machismo-Fantasie bestärkt. So ein Mann wird umschwärmt von einem Heer von Frauen quasi in seinem Harem und alle möchten mit ihm und so. Aber die Umkehrung ist natürlich auch nicht besser. Also es gibt ja auch Bachelorette. Ja, ja, natürlich, aber die ist auch nicht, die ist auch zum Teil, das ist einfach absolut, einfach dämlich, aber es ist ja so, eben, wie du sagst, ich glaube schon, es ist ja so skriptet, oder? Genau. Gut, der Dings bringt natürlich schon Stilblüte, der Stefan Büsser, wo du merkst, wenn du einfach von allen, also wie soll ich sagen, du kannst einfach Ausschnitt zeigen, die Leute, die bringen es nicht an, einen Satz fehlerfrei zu artikulieren, oder? Also das Geilste, meine absolute Lieblingsszene ist, wenn so die Fotos nachher vor dem Bachelor liegen, oder? Und nachher tut er so wahnsinnig deep, weißt du? Und so. Das Viertel Nummer 1, das Viertel Nummer 2 und so. Und dann kommt die Stimme aus dem Off, also schon seine Stimme, die jetzt quasi wie seine tiefen Gedanken zeigen, die er sich macht dazu. Mit ihr habe ich wahnsinnig viel Gemeinsames entdeckt. Wir haben zusammen den Sonnenuntergang geschaut. Und dann denkst du so, what? Also wahrscheinlich ist es ja so, dass der Nico an den Tisch herstehen und sagen, okay, die finde ich noch gut, weil das ist noch recht witzig, was wir dort erlebt haben. Ja, sondern, dass sie irgendwie ihm einfach sagen, schau, jetzt nimmst du Fotos hier und Fotos hier machst. Und dann nehmen sie wahrscheinlich gesonderte Stimme auf, die irgendetwas im Hintergrund erzählt. Ja, eben, das ist, aber das ist etwas, wo ich manchmal das Gefühl habe, das ist den Leuten nicht genug bewusst, wie skriptet das ist und wie viel Regie Arbeit, vielleicht das ja, vielleicht wäre das jetzt ein guter Moment. Kannst du eine Kamera auf mich machen? Ja. Liebes Kesp, auch bei uns ist das alles scripted. Selbstverständlich schaue ich nie mit meiner Familie den Bachelor. Und auch alle anderen Verwandten oder Bekannten, die uns kennen, sollen das ruhig wissen, das ist nie passiert. Gut, ja. Komm, wir reden doch über etwas anderes. Ich habe noch ein Thema, aber es ist schon wieder nichts Erfreuliches. Oh. Magst du noch etwas? So einen richtigen Downer. Oh, okay. So etwas, was so BAM! Okay. Grösste Fehlinvestition. Oh. In diesem ganzen Jahr, den ich gemacht habe. Kennst du die scheiß magnetischen Ladematten für Handys? Logisch! Logisch! Logisch, ich meine, wie es ja keine Werbung ist, darf man das ja sicher zeigen. Ich habe zuerst gedacht, ich sei daran gescheitert, dass ich das falsche Case habe. Weißt du, mit diesen Matten? Ja, ist auch ein Problem. Das ist es ein Problem? Verschlechtert es noch. Ist es ein Problem? Weil mein neues Telefon ist etwa so heiß geworden wie ein Toast, den man vergessen hat. Ja. Und dann habe ich die geholt. Was jetzt super ist, es wird nicht mehr heiß. Was ein bisschen der Nachteil ist, es ladet auch nicht mehr. Ich habe das jetzt also. Musst du dir vorstellen, ich will die Füße legen, das so auf mein Nachttisch, wo die Matte ist, die übrigens ein Vermögen hat gekostet. Also es ist nicht irgendeine billige Matte. Ich habe so. Eine billige gekauft. Dann geht zuerst das Licht an. Von Dings, oder? Dann machst du so. Ja. Und dann machst du halt wieder die Tastatursperre rein, weil du ja irgendwie auch schlafen können. Und dann stehst du schon morgen auf und es hat einfach keinen Akku. Heute passiert. Ich konnte es nachher noch gerade ein bisschen einstecken. Und es ist mir am Wochenende schon passiert. Ich habe ja. Warum braucht jemand solche scheiß Ladematten? Was ist die Idee dahinter? Ja gut, du hast sie ja gekauft. Also. Weil ich habe geglaubt, dass das irgendwie toll ist. Ich habe mir so wie vorgestellt, statt dass ich ein Kabel so nehme und einstecke, mache ich einfach nur noch. Ja. Los. Aber das stimmt nicht. Du machst eben nicht einfach, sondern du machst es so, schau. Aber Stefan, deine Lernkurve ist jetzt wieder mal brutal plafoniert, weil ich habe ja dir vor einem halben Jahr habe ich doch zwei von denen gekauft und habe eins da mitgenommen und gesagt, du kannst es brauchen und das eingesteckt. Und beide sind in noch wenigen Wochen kaputt gegangen. Sie ja, laufen, sind nicht kaputt. Die laden gar nicht mehr auf. Meine sind nicht kaputt, das ist einfach eine Technik, die nicht funktioniert. Ja, aber es ist eben auch schlecht für, ich habe nachgelesen, es ist ja schlecht für den Akku. Das Ganze, am besten ist das Einstecken sogar noch mit einem, nicht mit einem Powerkabel, sondern mit einem normalen Kabel.
haben, wie der Powerstecker, den wir haben bei den neuen. Bei mir war gar keins mehr dabei. Gewesen. Ah. Kein Powerstecker, nichts, nur noch das Kabel. Ah. Okay. Und dann müssen wir einen Powerstecker kaufen. Hättest du mir auch vorher können sagen, dass ich keinen Powerstecker brauche. Hey, aber das ist jetzt wirklich so etwas, oder, wo echt musst sagen, okay, irgend so eine Technik begeisterte Nerd hat herausgefunden, hey geil, wir können das Ding auch über die Rückseite laden. Und dann hat sich niemand mehr gefragt, aber warum sollte man das machen? Weil schau mal, da unten hat es ein Loch, wir stecken es einfach ein. Und wenn wir es eingesteckt haben, ladet es immer. Ja, es ladet schnell, es wird nicht heiß, es ladet zuverlässig. Aber nein, man hat irgendwie gedacht, okay, ist doch hure krass, wir laden es über die Rückseite. Und das Schlimmste daran ist, so Vollidioten wie ich denken nachher, oh geil, wir können es einfach über die Rückseite. Ja, das ist eben der Punkt. Das ist eben der Punkt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist der Punkt, oder? Dass man sich nicht von diesen Versprechen einlullen lassen. Kauft kein kabellosen Ladepad, Ladematte, kein kabelloses Ladegerät. Es bewährt sich nicht, es ist schlecht für den Akku und es ist, wie wir beim Stefan gesehen, sehr schlecht für den Seelenfrieden. Das stimmt, so. Das stimmt. Hey, haben wir noch irgendetwas, so, weißt, was so ein bisschen ein Aufsteller ist? Mann. Ein Aufsteller. Heute werden wir den Adventskalender vorbereiten. Stimmt. Wir werden im Advent jeden Tag ein Buch verschenken, das einem von uns ans Herz gewachsen ist. Also einem vom Team, oder? Ja, genau, einem vom Team. Genau. Alle im Team haben eine Handvoll Bücher ausgewählt. Also ich würde gerne sagen, was ich für Bücher habe, aber ich darf noch nicht. Gell? Nein. Das muss ich denn eigentlich, wenn ich das nachher so präsentiere, so wie überrascht du? Oh, das Buch! Nein. Es ist schon ein bisschen scripted. Wie läuft ich wollte sagen, es ist nicht wie beim Bachelor. Du musst jetzt nicht sagen, okay. Das Buch, es hat mir in einer tiefen Krise. Ja, aber vielleicht wäre das eine Lösung, weil du und Literatur, das ist ja schon nicht so das Ding. Dann könnte man es so machen, dass du einfach so mit dem Buch durchstehst und das so anschaust. Was heisst ich und... Du schaust den Bachelor mit der Familie und sagst mir, das ich habe gelesen gestern. Das ist fiktiv. Wärst du ein bisschen literaturaffin, könntest du zwischen dem fiktionalen Charakter und den Autoren unterscheiden. Aber ich also gut. Nein, ich hätte noch eine ganz tolle Empfehlung, was wir jetzt machen jetzt in der Corona-Zeit, jetzt, wenn auch wieder Tage kälter werden, wenn man etwas Warmes braucht fürs Gemüt. Es gibt eine ganz lässige neue Netflix-Serie, schwedisch. Oh. Liebe und Anarchie. Ah ja, die habe ich auch. Grossartig. So mit der Journalistin so herzig. Ja. Nein, es ist ein Verlag. Ein Verlag. Darum bin ich jetzt draufgekommen, wegen Buch und Verlag. Und ja, genau. Nein, also wirklich ganz tolle Liebesgeschichte zwischen... Nein, ich möchte es eigentlich noch gar nicht verraten, aber es lohnt sich wirklich mega. Und es ist so toll, es sind alle so halbstündige Episoden. Ja. Und man kommt also locker an einer Wochenende durch damit. Doch, das schafft man. Aber ich habe es nicht mit Literatur, oder? Ja, ist gut, Stefan. Was ist das letzte Komm Buch, das du gelesen hast, das dich begeistert hat, Manuel? Bibel. Nein, ohne Scheiß, der Koran. Der Koran? Ja, die letzten paar Wochen habe ich den Koran gelesen. Aber da muss ich mal etwas schreiben darüber. Das habe ich wirklich sehr faszinierend gefunden. Also komm, jetzt, wir entlehnen unsere... Ja, genau. Also, wir fassen nochmal schnell zusammen. Nicht Bachelor schauen. Nein. Keine magnetische Ladematte kaufen. Genau. Egal mit welchem Case ihr es verwendet. Und bald kommt der Adventskalender von Röffle. Und viel Liebe und noch mehr Anarchie. Macht's gute Woche. Gut. Ciao zusammen. Röffle.